Ich habe jetzt über eine Woche lang Videos hochgeladen, wo ihr gesehen habt, wie ich Poker spiele. Ich habe gestreamt, wie ich Poker spiele, aber viele von euch haben mir geschrieben, ihr habt gar keine Ahnung, was ich da überhaupt mache. Gut, ich eigentlich auch nicht, aber ich dachte, es ist mal irgendwie an der Zeit, euch mal eigentlich zu erklären, wie die Basics von Poker funktionieren, damit ihr erstmal zu Hause natürlich nachpokern könnt und natürlich, damit ihr auch wisst, wonach ihr eigentlich gucken müsst. Und es ist zwar schwer zu übersehen, wenn ich mich freue und dass man dann rückschließen kann, dass es funktioniert hat oder dass ich mich ärgere und man dann rückschließen kann, dass es nicht funktioniert hat. Aber die Frage ist immer, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Wonach suche ich, warum freue ich mich, was passiert da eigentlich, und das erkläre ich euch jetzt. Okay. Alles klar. So, wir brauchen einfach ein paar Chips, ey. Brauchen wir schon mal Karten. Nehmen wir ja wohl vernünftige Karten. So. Starten wir mal rein mit den Karten. In erster Linie ist Poker natürlich ein Kartenspiel, was es wahrscheinlich für mich auch so interessant macht und so relevant macht, warum ich daran so viel Spaß habe. Und deshalb erkläre ich euch jetzt mal, was auf uns zukommt, wenn ihr Poker spielt. Das Pokerspiel wird eröffnet, indem jeder Spieler zwei Karten ausgeteilt bekommt. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt einfach eine 6-Personen-Hand oder einen 6-Personen-Tisch. Das heißt, jeder von den 6 Personen kriegt jetzt 2 Karten ausgeteilt. So zumindest beim Texas Hold'em Poker. Jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, erstmal seine Hand anzugucken. Wir starten mal mit mir. Welche Hand habe ich mir ausgeteilt? Ich als Dealer. Schon mal ein Paar 2. Ein Paar 2 ist das kleinste Paar, was du haben kannst. Das ist nicht schlecht als Anfang. Das ist sogar sehr, sehr gut, weil manchmal kann es sein, dass am Ende gar nichts rauskommt. Und wenn du schon mit einem Paar startest, hast du verdammt gute Karten. Wenn du kein Paar am Anfang hast, wäre die bestmögliche Karte die höchste Karte, die du haben kannst. Wie zum Beispiel, schauen wir beim zweiten, was hat er? 2 Siebener. Perfekt. 2 Siebener ist natürlich noch besser als 2 Zweier. Du startest direkt mit einem sehr guten Paar. Wir gehen mal weiter zum nächsten. Okay, 10 Dame in Kreuz. 2-mal dieselbe Farbe ist schon mal sehr, sehr gut. Es gibt ja 4 verschiedene Farben bei der Karte. Klar, es gibt eigentlich nur Rot und Schwarz, aber es gibt ja 4 verschiedene Symbole. Es gibt Kreuz, Pik, Herz und Karo. Ja? Und wenn du 2-mal Kreuz hast, ist es schon mal sehr gut, weil dann könntest du einen Flush treffen. Flush bedeutet 5 Karten von dem gleichen Symbol. Also zum Beispiel, Flush wäre hier 5 Karten mit Kreuz, die dann hier später in der Mitte noch liegen. 2 hast du schon, das heißt, dir fehlen nur noch 3. Also gute Ausgangsposition. Was hat der Nächste? Der Nächste hat 2 Könige. 2 Könige ist das 2 beste Paar, das du erwischen kannst vom Anfang. Das heißt, du bist hier quasi schon mal so gut wie unschlagbar. Zumindest bevor die Karten in die Mitte reinkommen. Aber dazu kommen wir gleich. Der Nächste hat 9-10. Schon mal nicht schlecht. 9-10 ist zwar nicht dieselbe Farbe, aber du könntest damit eine Straße treffen. Und zwar eine relativ hohe Straße. Eine Straße bedeutet, dass du 5 aufeinanderfolgende Karten getroffen hast. Das heißt zum Beispiel 6, 7, 8, 9, 10. Oder zum Beispiel 9, 10, Bube, Dame, König. Ja, zum Beispiel. So, das heißt, auch keine schlechte Hand. Und der Letzte hier, der hat Bube, König. Ja, Bube, König. 2 sehr hohe Karten, auch nicht schlecht. Und du könntest damit auch die höchstmögliche Straße 10, Bube, Dame, König, Ast. Verdammt gute Ausgangsposition. Jetzt gibt es, wie gesagt, diese Chips. Sagen wir, ich bin der Dealer. Wir haben hier einmal den Small Blind und den Big Blind. Okay? Der Small Blind muss immer die Hälfte vom Big Blind setzen. Das bedeutet, in unserem Fall sagen wir mal 5 und der Big Blind müsste einen 10er Chip setzen. So, jetzt wird die Runde eröffnet. Wir starten aber erstmal und erklären mal, was man alles treffen wird. Naja, also, wir starten einmal mit der High Card. Das nächste wäre ein Paar. Ein Paar hat zum Beispiel jetzt aktuell Kollege mit den 2 Königen. Das nächste wäre 2 Paare. Wenn zum Beispiel du jetzt aktuell eine 6 und eine 7 auf der Hand gehabt hättest, zum Beispiel Karo 6 und Pik 7, dann hättest du jetzt 2 Paare erwischt. Das nächste wäre ein Drilling. Drilling haben wir 2-mal am Tisch gerade vertreten. Einmal ein 7er Drilling und einmal natürlich den 2er Drilling. Das nächste, was du erwischen könntest, wäre die Straße. Die Straße wäre in dem Fall zum Beispiel jetzt 6, 7, 8, 9, 10. Was danach kommt, ist der Flush. 5 Karten mit dem gleichen Symbol. Was jetzt noch größer wäre als das, was hier jetzt am Tisch liegt, wäre ein Full House. Full House wäre, du hast ein Drilling und dann noch liegt noch mal ein Paar in der Mitte. Oder es liegt in der Mitte ein Drilling und du hast ein Paar auf der Hand. Das heißt, 4 gleiche Karten. Das ist eigentlich somit eine der stärksten Hände, die du haben kannst. Und dann hast du eigentlich schon so gut wie gewonnen. Um das zu schlagen, müsstest du schon einen Straight Flush schaffen. Straight Flush heißt nicht nur alles in derselben Farbe, sondern auch in der richtigen Reihenfolge. Und das Einzige, was da dann noch besser wäre, wäre ein Royal Flush. Royal Flush ist die beste Hand, die du ziehen kannst. Wenn du die hast, hast du gewonnen. Royal Flush bedeutet 10 Bube, Dame, König, Ass im selben Symbol. Das wäre die beste Hand, die du erwischen kannst. Jetzt kommen die Karten in die Mitte dazu. Das heißt, immer eine Karte wird verbrannt und dann kommen 1, 2, 3 Karten in die Mitte und werden aufgedeckt. So, jetzt haben wir eine extrem spannende Situation, weil wir auf der einen Seite für die 7er
einen Drilling haben, da jetzt noch eine 7 dazugekommen ist. Auf der anderen Seite haben wir aber hier auch den Kollegen, der schon zwei Kreuzkarten auf der Hand hatte. Und ihr erinnert euch, dass jetzt plötzlich drei andere Kreuzkarten dazugekommen sind, wodurch wir einen Flush haben. 5 Karten im selben Symbol. Eine noch stärkere Hand. Was auch interessant ist, ist natürlich, dass hier einer der Könige auch Kreuz ist. Eine Kreuzkarte mehr und er hätte auch einen Flush und er hätte dann einen höheren Flush sogar noch. Ich habe natürlich auch hier eine Kreuzkarte auf der Hand. Das heißt, ich hoffe auf jeden Fall auch nochmal auf eine Kreuzkarte und hätte dann einen sehr niedrigen Flush. Bis jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal verloren. Der Kollege hier ist auch recht spannend, weil wir haben hier 6, 7. Sollte jetzt noch eine 8 kommen, dann hätte er hier auf jeden Fall schon eine Straße. Das heißt, er bleibt auch drin. Der Einzige, der ziemlich im Eimer ist, ist Kollege R hier, weil er hat absolut gar nichts getroffen. Er hat nur 2 hohe Karten, die bringen ihm aber jetzt aktuell gar nichts. Was passiert also jetzt? Kollege mit 2 Königen ist als erster dran zu reagieren, denn er ist die erste Position nach dem Big Blind. Das heißt, er müsste sich jetzt das Board angucken und überlegen, okay, es sieht jetzt erstmal ziemlich scheiße aus, aber ich könnte einen Flush ziehen mit der nächsten Karte. Ich habe aber auch ein sehr hohes Paar. Das heißt, ich könnte jetzt entweder checken. Checken bedeutet, er setzt gar nichts. Oder er könnte erhöhen. Wie viel er erhöht, kann er sich überlegen. Er kann entweder das Minimum erhöhen. Das Minimum wäre ein Big Blind. Oder er könnte das Maximum erhöhen. Das Maximum wäre All-In zu gehen. Das heißt, alle seine Chips in die Mitte zu schieben und sagen, ich setze alles, was ich habe. Das wäre jetzt allerdings noch nicht sonderlich clever. Das heißt, das Realistischste ist, dass er checkt und einfach nichts passiert. Der nächste Kollege hier könnte sich jetzt schon überlegen, raise ich und so weiter und so fort. Der hat dieselben Ideen, bis wir hinten wieder ankommen. Mal angenommen, jeder wartet erstmal einfach ab und macht erstmal gar nichts. Was passiert jetzt? Die nächste Karte kommt dazu. Eine Karte wird wieder verbrannt und die nächste Karte wird dazugelegt. Jetzt haben wir eine unglaublich spannende Situation, weil nicht nur er einen Drilling hat, sondern ich jetzt auch einen Drilling habe und denke, ich habe den absoluten Jackpot. Weil erinnert euch, normalerweise weißt du ja nicht, was die anderen haben. Er ist sich natürlich absolut sicher, dass er bis jetzt sowieso schon gewonnen hat. Spätestens jetzt denkt er, okay, wir haben das Ding im Sack. Er hier ist sich jetzt ein bisschen unsicherer und er hier ist eigentlich komplett im Eimer. Ja? Der Einzige, bei dem es auch noch recht gut laufen könnte, wäre er hier. Das hier, die ersten drei Karten, die Karten nennt sich Flop. Dann kommt der Turn und jetzt der River. The River Card. Is that my Fedor Holtz gets there on the river and scores the double knockout. Das heißt, eine Karte wird wieder verbrannt. Und die letzte Karte kommt auf den Tisch und es ist eine Herz 9. Herz 9 verändert für niemanden hier am Tisch irgendwas. Was passiert jetzt? Wir haben Kollege König, der jetzt wirklich einfach nur ein paar Könige hat. Das heißt, er wird wahrscheinlich nichts machen und wird einfach sagen, ey, ich check einfach, ich setze gar nichts, ich lasse alles auf mich zukommen. Wir sagen, ey, wir haben Drilling, wir müssen auf jeden Fall Action machen. Ich lege jetzt hier einfach mal 2000 in die Mitte. Damit versuche ich, die anderen Leute rauszuekeln. Er neben mir sagt natürlich, hey, bist bescheuert, gar kein Problem, gehe ich natürlich locker mit. Der Typ mit dem Flush denkt sich natürlich, Alter, ich habe die beste Karte immer noch, die da liegt. Ich gehe all in. Das heißt, er wirft alle seine Chips einfach in die Mitte. Wir gehen natürlich alle mit, weil wir jetzt Drillinge haben und denken, yo, bei uns läuft's. Wir sind richtig gut, auch wenn natürlich ein Flush da liegt. Wenn alle all in gegangen sind, werden alle Karten aufgedeckt und es wird geschaut, wer hat die beste Hand. Ich hab einen Drilling 2er, hab verloren, bin raus. Dann der Kollege neben mir hat einen Drilling 7er, sehr gute Hand, aber leider auch verloren und ist raus. Die gewinnende Hand ist auf jeden Fall der Flush. Das bedeutet, alle Chips gehen zu dem Kollegen, der hier auf unserer Seite sitzt. Das war jetzt die absoluten Basics von den Basics. Jetzt wisst ihr, wie man Poker spielt, welche Hände gut sind, was wann wie wo gewinnt. Lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr jetzt verstanden habt, wie Poker funktioniert oder ob noch irgendwelche Fragen offen sind. Dann gehe ich da auf jeden Fall drauf ein. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns jetzt unten in den Kommentaren auf Twitch, auf Instagram, auf sonst irgendwo. Dankeschön für euren Support. Es macht richtig Spaß, diese Videos gerade zu machen. Wir hören das auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao, ciao.